Liebe Spaßgesellschaft, ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Wir sind in der Karibik. Eieiei. Mission Nummer 1. Rauschende oder Rauschende? Ich weiß es nicht. Erweitere einen Strandvergnügungspark in dieser wundervollen Aussicht. Gerne doch. So, und wir sehen jetzt auch mal wieder einen vernünftigen Ladebildschirm. Das finde ich sehr schön. Der sieht doch ein bisschen... Ich wollte jetzt erst sagen runder, aber das ist irgendwie albern. Der scheint ein bisschen runder zu laufen, hätte ich es nur nicht gesagt. Jetzt stockt er wieder. Na gut, egal. Wir schauen mal, was uns hier in dieser Mission erwartet. So, Strandvergnügungspark, vielleicht haben wir da nicht so viel Platz. Mal schauen. Andererseits wird da auch bestimmt schon ein bisschen was stehen, worauf wir aufbauen können. So. Ach, rauschende Wasserfälle, okay. Sonne, Sand, Wellen. Ein tropisches Paradies. Herrlich, herrlich, nicht wahr? Ich versuche dafür zu sorgen, dass ich auf meinen Geschäftsreisen mindestens einmal pro Jahr hier lande. Die Erweiterung eines Vergnügungsparks mit Strandmotiv wird dich sicher interessieren. Also, viel Glück und jetzt entschuldige mich, auf mich wartet ein Strandhandtuch, auf dem mein Name steht. Und da du Deutsche bist, hast du das bestimmt schon längst platziert. Wir schauen mal unsere Ziele an. 9 flache Attraktionen bauen mit einer minimalen Begeisterung von 3,0. Einen minimalen Parkwert von 43.000, okay. Lehrlingsherausforderungen, 80 Blumenbeete, 100 Hecken und Ziersträucher und 110 Dekor. Dann Darlehen zurückzahlen, Kaninchental als Meisterherausforderung, sowie 7 Servicegebäude, 7 Animateurstände, echt jetzt? Ach du Scheiße. Und 5 T-Shirt-Läden und eine minimale Attraktionsvielfalt von 160. Leute, das sollte alles machbar sein, möchte ich behaupten. Aber uns fehlen noch ein paar Thrill-Attraktionen sowie eine Achterbahn. Gut, wir schauen einfach mal, was wir dann als erstes bauen. Ah, wir können neue Attraktionen dazu kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen das schon direkt mal großzügig ein. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Auswahl kriegen hier. So, jetzt haben wir auch die gute Oldschool-Riesenrutsche. Nervenkitzel haben wir auch was. Sogar mit Strandmotiv, sehr schön. Zack. So, was nehmen wir? Na, ich glaube, hier haben wir nicht den Platz für gerade. Aber hierfür bestimmt. Ja, guck, der ist ja sehr klein, Gott sei Dank. Der hat... Oh, wobei, hier, wir haben hier hinten einiges am Platz. Da kriegen wir doch den hier bestimmt rein, oder? So, kriegen wir dich hier irgendwie rein? Nein, okay, da müssen wir ein bisschen was abreißen. Nicht zu viel. So, das dürfte reichen. Jawohl, es reicht. So, dann machen wir, was haben wir hier für Wege? Okay, dieses schöne geeckte Muster, wo ist es? Moment, bin ich blind? Da, klassisches. Was haben wir hier für Warteschlangen? Sandsteinweg, ja guck, der sieht doch einigermaßen karibisch aus. Dann nehmen wir den auch hier. Zack. Und den Ausgang hierhin. Wunderbärchen. So, und auf mit dir. So, eine weitere Attraktion mit einem minimalen Begeisterungswert von 3,0. Das ist doch mal schön. Was haben wir überhaupt für Buden? Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir die Influencer beglücken. Mampfbuden haben wir noch gar nicht so viel. Wir haben im Prinzip nur die Burgerbude für Influencer jetzt. Gut, das heißt, wir müssen noch ein bisschen nachlegen. Wir müssen noch was für Pasta Poeta machen. Kommt hier hinten hin. Preis anheben wäre auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, ich drehe mal ein bisschen an der Temposchraube, dass mal schnell Besucher reinkommen. Genau, den Mexikaner brauchen wir auch noch. Für Mexican Miguel oder wie er hieß. Hieß er so? Ich meine, er hieß so. Wo packen wir dich hin? Wo packen wir dich hin? Rappapapam. Hier, das wäre eigentlich gut. Aber ich möchte jetzt das große Ding hier auf gar keinen Fall zerstören. Moment. Ah, guck, da passt er sogar. Huhu. Ohne, dass wir was abreißen müssen. Sehr schön. Ja, komm, drehen wir richtig auf. Wir müssen gucken, dass wir unsere Lieblingsachterbahn... Ah, wir haben jetzt auf jeden Fall viele neue Achterbahnmodelle zur Verfügung. Das ist schon mal sehr gut. Wir gucken mal, ob wir ohne große Probleme unsere Achterbahn aufstellen könnten. Vielleicht hier hinten. Na, nicht so ganz. Oder? Dann doch eher hier.
Jo, Tatsache, die können wir sogar jetzt direkt aufstellen. Und das machen wir auch. Den Spaß gönnen wir uns tatsächlich. Und Pasta Poeta kommt vorbei. Ja, sehr schön. Goody, goody, soll sie kommen. Wir sind vorbereitet. Also, jetzt müssen wir aber mal schauen, dass wir den Weg hier ein bisschen runterbekommen. Zack. So. Der Ausgang ist gebaut. Das ist eindeutig zu steil, glaube ich. Moment. Einmal neu. So, zack. Goodie. Wir machen einen Test. Moment. Habe ich hier einen Mechanikerstand? Janitor. Moment. Einmal kurz über die... Nein, nicht Finanzen. Nein, nicht kreatives Zentrum. Wo war es? Hitzekarten. Personal. Ach, da ist ja doch der Mechanikerstand. Gut, dann sollten wir erstmal die Mechanikerzahl erhöhen auf 2. Und wir sollten auf jeden Fall den Wartungsintervall wie immer verringern. Hallo? Ach, jetzt war das Bestanden im Weg. Entschuldigt bitte. So. Zack. Also attraktionstechnisch sind wir eigentlich so mit den Startbedingungen hier schon ziemlich gut aufgestellt, möchte ich sagen. Ne, ich meine, wir haben eine Thrill-Attraktion, 1, ne, 2 Thrill-Attraktionen und 1, nur 2, nein, 3 Erholungsattraktionen, das ist gut. Aber, da geht noch was. Und das kriegen wir auch mit Sicherheit hin, ne? So. Ach, der Parkwert muss sich über 4 Monate halten. Okay, gut, dann sollte ich den möglichst schnell erhöhen. Bam! Pasta Poeta hat's gefreut. Sie hat ihren Mampf gefunden, den sie haben wollte. So, wir holen uns mal den ganzen Karibik-Quatsch. Nicht, dass das Quatsch ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann bauen wir direkt mal einen Karibisch-T-Shirt-Laden. Ach, kein Geld. Guck mal einer an. Nun gut, was nehme ich an Eintritt? 10, joa. Ich glaube, ich könnte langsam schon 15 nehmen. Erst recht, da ich jetzt den Push vom Influencer kriege. So. Dann würde ich sagen, sollten wir allgemein mal auf unsere Finanzen schauen. Ja, wir haben sehr viel investiert, ich weiß. Ach, wir... Oh, shit. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben ein... Ach, wir haben das Darlehen hier. Ach du Kacke, das habe ich ja irgendwie nicht so richtig bedacht. Na gut. Okay. Ja, dann gut, dass ich davon noch schnell die Achterbahn und den ganzen Rest gebaut habe. Dann können wir hoffentlich davon ein bisschen zehren. Und gut, dass ich noch das gebaut habe, um Pasta Poeta zufriedenzustellen. 191 Gäste, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann werde ich gucken, dass ich als erstes das Darlehen zurückgezahlt kriege, weil ihr wisst ja, die Zinsen von 875, die fressen einen echt auf. Das haben wir schon einmal erlebt. Muss ich die nochmal haben? Ich hoffe, ihr auch nicht. Und deswegen, ohne weitere Umschweife, verdienen wir mal ein bisschen Geld. Ja, Merry-Go-Round ist kaputt, schön. Komm, wir stellen mal einen dritten Mechaniker ein, weil sonst wird das hier ja nichts. Ach, guck mal, hier sind sogar, ist sogar ein bisschen Deko. Schade, dass hier keine Gäste hingehen. Das wäre dann auch nochmal ziemlich cool. Seifenblasenmacher, schön. Geile Sache. So, wegen dem Parkwert würde ich sagen, müssen wir ein bisschen später gucken. Wir haben ja Gott sei Dank genug Zeit. 5 Jahre insgesamt. Also, ne, wir haben ja jetzt April. 3 Monate sind rum. Also 60 Monate, also 5 Jahre. Wenn ich richtig gerechnet habe. So, dann hoffen wir mal, dass die nächsten Influencer uns einigermaßen wohlgesonnen sind, damit wir das auch hinbekommen, so. In der vorgegebenen Zeit. Ach, guck mal, Taco-Bütchen haben wir auch. Das habe ich gerade ganz übersehen. Hier nehmen wir mal 50 Cent. Ja, ich weiß, dass in meinem Park dunkel ist. Sorry, aber daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Denn wir müssen erstmal unsere Finanzen auf die Beine kriegen. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus, trotz der Zinsen. Und nur noch 7000 zu tilgen, das ist auch nicht allzu viel. Ich denke, das sollten wir alles hinkriegen. Ja, Getränke könnte besser laufen. Wie sieht es an der Salatbar aus? Oh, da könnte es auch deutlich besser laufen.
selbst der Burgerladen macht mies, ey. Oh Mann. Ja gut, aber die standen ja auch schon von Anfang an hier, ne? Von daher. Souvenirstände laufen auch alles andere als gut. So, du mein Lieber, gehst mal nicht auf Kinder, sondern auf Erwachsene. Die brauchen immer eine Mütze. Ganz wichtig. Ach, Himmel, Herrgott, ich weiß doch, dass in meinem Park dunkel ist. Mensch! Aber dafür ist die Bewertung sehr schön. Die gefällt mir sehr. Könnte natürlich immer ein bisschen besser sein, aber hey. Wir wollen ja nicht meckern. Oh, der Gourmet kommt. Das heißt, wir müssen 23. Juni, ja, wir haben noch einen Monat Zeit. Dann müssen wir mal hier die Qualität ein bisschen hochschrauben. Damit er da auch reingeht. Hast du schon Plus gemacht? Ja, guck, wenigstens einer, der weiß, wie es geht in der Finanzwelt. Entschuldige, ich muss mal meine Kehle benetzen. Kleinen Moment. Ah. Was? So, weiter geht's. Ja, oh Gott sei Dank kommen nur die Nachrichten, dass es dunkel ist. Das heißt, es läuft gerade nichts richtig schief. Und das wiederum freut natürlich sehr. Dass ich hier so ungefähr bei Null rauskomme und dass ich mein Darlehen nicht zurückgezahlt kriege, freut mich natürlich weniger. Aber was willst du machen, ne? So, du hast noch gar keinen gehaltenen Besucher. Dann machen wir dich doch erstmal zu, um Kosten zu sparen. Und dich machen wir auch erstmal zu, um Kosten zu sparen. Eine Infobude haben wir ja noch. Denn wir müssen gucken, dass wir finanziell einigermaßen über die Runden kommen. Ja, ich weiß, dass mein Cashflow niedrig ist, aber trotzdem danke für den Hinweis. So, dann hoffen wir mal, dass... ja, was heißt, hoffen wir mal? Eigentlich wissen wir ja schon, was passieren wird. Er wird nämlich hier reinkommen, weil ich gleich die Qualität hochschrauben werde. Und dann werde ich sagen, boah, war das geil. So, komm, wir machen jetzt schon mal Qualität hoch. Ja, 50 Cent ist okay als Aufschlag. So, mein lieber Gourmet Gregor. Wo bist du? Du müsstest doch jetzt angetragen kommen. Ach, da ist er schon. So, dann lauf mal schnell zum Bütchen deines Vertrauens. Und zack, rein mit dir. So, da hätten wir wieder einen zufriedengestellt. Hoffe ich. Müsste ja jetzt eigentlich, ne? Komm. Sei zufrieden, mein Lieber. Sei zufrieden. Alter, wie viele Tage kannst du bitte futtern? Nicht, dass ich das böse meine. Eher so im Sinne von Respekt. Ja, geht doch. Sehr schön. Dann schrauben wir die Qualität wieder zurück auf Mittel, damit es nicht zu teuer wird, den Laden zu betreiben. Und wir haben schon Influencer Stufe 3 erreicht. Das heißt, es kommen schon viele neue Gäste herein. Das finde ich schön. So und nicht anders muss das sein. Können wir uns gleich mal darum kümmern, das Darlehen zurückzuzahlen. Das mit dem Parkwärter können wir uns gleich darum kümmern. Aber vor allem erstmal das Darlehen. Ja, ich weiß, dass ich ein Darlehen aufnehmen kann. Falls du es nicht mitbekommen hast, liebes Spiel, ich habe schon ein Darlehen. Hier, das da, das will ich zurückzahlen. Jetzt gucken gerade genug Leute rein, dass ich mal den Laden wieder betreiben kann. Den lasse ich aber erstmal zu, weil irgendwie der bringt auch so gefühlt rein gar nichts, oder? Also, ne, so rein subjektiv gefühlt. Dann doch eher die Animateurstände. So, viele neue Besucher betreten den Park. Das finde ich wunderbärchen. Aber wir haben noch viel zu viel Darlehen zum Tilgen. Und das heißt, wir zahlen noch viel zu viele Zinsen. Und das heißt, Kacke. Mal ganz einfach salopp gesagt. Aber ich bin froh, dass viele neue Leute den Park betreten. Denn dadurch wird es finanziell auf jeden Fall deutlich besser laufen. Und vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, bis wir das Darlehen zurückzahlen können. Und das wäre doch mal schön, nicht wahr, ihr Lieben? So. Wir könnten theoretisch was bauen. Oder wir warten, bis wir das Darlehen zurückgezahlt kriegen. Andererseits, ich glaube, wir könnten noch eine Imbissbude vertragen, oder? Zuckerwatte haben wir noch gar nicht. Hm, wobei... Ich glaube, ich will doch erst das Darlehen zurückzahlen. Ich glaube, da habe ich weniger Bauchschmerzen mit. Oh, da ist was kaputt. Das finde ich nicht schön. Ja, und ich weiß, es ist sehr dunkel. Aber keine Sorge. Wir haben ja hier noch Dekor-Gegenstände.
Also die meiste Herausforderung mache ich mit. Ich denke, die Tycoon-Herausforderung wird sich zwangsläufig ergeben, wenn ich den Parkwert erhöhe. Also wenn ich finanziell natürlich so gut entsprechend aufgestellt bin, dass ich das auch machen kann. So, also es läuft ja Gott sei Dank durch die Einnahmen extremst gut gerade, trotz der hohen Zinsen. Weil es sind ja halt viele neue Gäste gekommen. Und ich würde sagen, ich gönne mir mal die Erhöhung auf 20 Dollar. So, komm, dann haben wir jetzt bald unser Darlehen zurückgezahlt. Weniger als 1000 brauchen wir noch. Mit ganz viel Glück kommen noch ein paar Gäste hinzu. Und mit ganz viel Pech kann es natürlich auch sein, dass jetzt ein Influencer kommt, den wir nicht zufriedenstellen können. Das wäre wiederum recht mies. Wäre sogar ziemlich mies. Und wir pendeln uns so langsam wieder ein mit unseren Finanzen. Heißt, der große Ansturm ist jetzt vorbei. Könnten wir theoretisch... Ach, der gute Hyper-Hugo. Leider, stimmt, ich wollte ja gucken, ob der, nach dem Patch wollte ich gucken, ob der immer noch buggy ist. Nur leider habe ich jetzt nicht die Kohle, um zu sagen, ich baue mal eben einen Hypercoaster. Oder, Moment, habe ich die Kohle? Habe ich eine Billigvariante? Simply Hyper, den hätte ich. Der ist auch theoretisch finanzierbar. Ich warte mal, der kommt ja am 12. Oktober erst an. Ich hoffe, der bleibt dann 3 Monate. Müsste er, meine ich. Und ich schau mal, was macht das Darlehen? Ja, zack, das zahle ich einmal zurück. Denn dann habe ich die Zinsen nicht mehr an der Backe. So, dann hoffen wir mal, dass wir genug verdienen. Wie gesagt, auch wenn der große Ansturm jetzt weg ist, das ist ja jetzt nicht so furchtbar tragisch. Aber wir sollten einfach mal schauen. So, Moment, ich will einmal eine schöne Kameraeinstellung haben. Ist das schön? Ja, ist schön, ne? Ein bisschen weiter weg. Ja, die Streben machen es ein bisschen weniger schön. Ach, wobei, die Ansicht, die gefällt mir auch. Ja, ist schon schön hier. Also, ne, hier kann man einiges machen. Ich frage mich, ob das ja ein Piece-by-Piece-Building ist. Nein. Oder auch nicht. Egal. So, wir haben, wie viel Zeit noch? 12. Oktober kommt der, ja. Oh, das, ich befürchte, das wird nichts. Müssen wir aber einfach mal schauen. Vielleicht ja doch. Vielleicht auch nicht, wer weiß, wer weiß. So, Wartungsintervall, den hatte ich da schon runtergestellt, aber okay, jetzt ist es auch repariert. So, wir sollen uns mal die Schlangen angucken, wie lang die sind. Da die Wege hier lang genug sind, sind die Schlangen noch nicht lang genug. Beziehungsweise ich habe für die Menge an Wegen noch zu wenig Parkbesucher hier drin. Also es muss ja nicht zwangsläufig brechend voll sein, nur ne, dann sind die Schlangen länger. Ich kann guten Gewissens die Preise erhöhen. Hier werde ich das zum Beispiel einfach mal tun. Weil hier stellen sich sehr viele Leute an. Genauso wie hier. Ja komm, machen wir mal auf 2 Dollar. Wenn schon, denn schon, ne? So, 1,8 haben wir. Das reicht noch nicht so ganz. Aber bald, vielleicht. Wie lange bleibst du noch? 102 Tage. Ja, vielleicht kriegen wir es doch hin. Und vielleicht bist du auch nicht buggy. Das müssen wir schauen. Das werden wir dann eruieren, wenn wir soweit sind. Ne? So, ein paar mehr Attraktionen bräuchte ich schon noch. Aber wie gesagt, wir gucken erstmal nach der Hyper-Achterbahn. So, 4, 6, okay. Ja, vielleicht kriege ich das Geld bis dahin noch zusammen. Entschuldige, ich habe gerade irgendwie einen trockenen Hals. Kleinen Moment, bitte. Hm, besser. So gut geschmiert läuft es halt immer am besten. Ja, hier kommen ja auf jeden Fall einige Besucher rein. Da könnte ich vielleicht auch mal den Preis ein ganz klein bisschen anheben. Nicht zu viel. Nur ein bisschen. So, oh, das sieht finanziell ziemlich gut aus, aber ja, 82 Tage. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Mal schauen.
Komm, machen wir das mal weg. Das stört mich, da stört mich das Symbol ein wenig. So, ihr Lieben, und mit dieser... Moment. Oder mit dieser? Ich würde sagen, mit dieser wunderschönen Perspektive verabschiede ich mich in den Sonnenuntergang, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.